3, 2, 1. Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu LS17 Hopfach. Zusammen mit den Ansgar, den Werner und den Karl. Die Hallöchen heißt immer noch Hopfach. Hallo. Hallo! Ja, jo, Hopfach, genau. Also Hopfach. Minimalistisch falsch, aber ist okay. Kann das sein, dass das Lager jetzt schon voll ist? Ah. Glaube ich weniger. Kann sein. Also ich würde das bei uns ins Lager kippen. Nee, kann wir haben noch ein bisschen Platz. Halt dein München. Wir verbieten dir die Lagerbox, kein Problem. Gegen Selbstbedienung. Ja, Stimmung ist im Eimer, ganz toll. Ja, bei dir offenbar nur, bei mir ist sie gerade auf dem Höhepunkt. Ja, dann mit deinem Thema, kannst du es durchstarten, beziehungsweise sie waren noch nicht fertig. Das habe ich leider nicht vorbereitet. Alles ich habe eine ne Frage. Yo, hau rein. Habt ihr schon mal, ich habe das tatsächlich heute sehr, sehr stark wieder gehabt und ich mal dachte, vielleicht geht es nur mir so. Räume. Nein. Was war es gewesen? Genau. Habt ihr schon mal jetzt in die Vergangenheit geblickt, schon mal gedacht, was wäre gewesen, wenn ich es damals anders gemacht hätte? Was? Alles. Generell. Alles? Nein, generell. Also mach mal bei dir jetzt ein Beispiel fest, nur dass ich das mal so einordnen kann. Zum Beispiel. Hätte ich von damals, von meiner Freundin, keine PlayStation bekommen, würde ich heute nicht YouTube machen. Ja. Und zwar WoW Classic. Ja, haben wir es wieder. Wir wollten ja eh noch über WoW reden, ne? Ja. Da war das dann so, du bist dann mit den 40 Mann da losgestapft und hätte ich kein WoW gespielt, wäre ich heute nicht YouTuber. Denn du bist dann mit 40 Mann losgestapft und dann war das wirklich eine Leistung, diese 40 Mann auch immer, dass die immer da sind, dass die immer Zeit haben, dass die immer Spaß haben, die zu motivieren. Ich war natürlich immer der Chef, weil ich, ne, liegt mir ja im Blut. Und dann war das halt so, dass man da... Du willst mir nicht sagen, dass du jeden als Gildenleiter gebrauchen kannst. So. Abgehoben, Hashtag. So, nee, aber auf jeden Fall ein bisschen... Unsympathisch, TV. Genau, ein bisschen... Genau, sehr unsympathisch ist der Garderol. Wer hat denn eigentlich in dieses Projekt eingeladen? Ach, der ist sich selber. Ja. Er hat da hinten rum, weißt du noch? So. Ja. Hau rein. Jedenfalls, ja, genau. Und dann dann hat dann jemand, und das werde ich in Kürze auch veröffentlichen, deswegen Vorankündigung, hat dann heimlich immer da mitgefrapst, damals schon, 2004. Da gab es noch kein YouTube. Und hat das dann zusammengeschnitten, hat da wirklich von dem ersten richtig großen Raid-Boss, den es dann da gab, wo wir mit 40 Mal umgehauen haben, wo man wirklich wochenlang dran war, das irgendwie zu schaffen, dann abends noch in einzelne Instanzen gegangen sind, da Feuerrüstungsequip gebaut hat, damit man das schafft und dann viele, viele Stunden mit Freunden verbracht hat. Und dann hat er ein Video davon gemacht. Und das ist ein Video, Originalfassung kann ich leider nicht hochladen, weil da halt GEMA-Musik drin ist, deswegen werde ich die Musik austauschen, aber ich werde in Kürze damit anfangen, die alten WoW-Videos von mir hochzuladen, weil es gab noch kein YouTube und habe da neue Musik drunter gelegt, wo mir immer noch die Tränen kommen. Das ist so, weil es einfach so ein... war halt so, ne? Und dadurch, dass der das gemacht hat, habe ich mir Fraps geholt und habe selber angefangen, Videos zu machen. Nur für die Gilde. Und dann das ein bisschen zusammengeschnitten, Musik untergelegt. Und hab mir gedacht, naja, das ist einfach nur diesen Boss-Kill da aufnehmen und irgendwie Die Motherfucker Die drunter zu legen. Auf Wiedersehen, Monetarisierung. Ist ein bisschen einfach. Ich mache einen Movie. Und dann habe ich von der ersten Expansion, also bei den Crusade, habe ich dann von der Gilde Illustrious the Movie gemacht. Ein 45 Minuten langes WoW-Video mit allen Bossen, die wir gelegt haben. Mit stimmungsvoller Musik, mit Schnitten, mit allem drum und dran. Total... aus heutiger Sicht total dilettantisch, aber das war dann so das erste große Video, was ich dann selber gemacht habe, neben den Standard-Boss-Videos. Dann habe ich mir gedacht, okay, Videos machen macht mir Spaß. Und dann gibt es doch jetzt dieses YouTube, von dem alle reden. Hätte ich also nicht WoW gespielt, hätte ich nicht geradet und hätte dieser Schweizer, der Mario, Grüße gehen raus, vielen Dank, du hast mein Leben verändert. Hätte ich das nicht getan, wäre ich heute kein YouTuber, Punkt. Meinst du so eine Geschichte, Werner, so ein kleiner? Ja, ist genau sowas, genau in die Richtung. Ja. Komplett bekloppt, der Mann. Ich? Es gibt einfach solche Sachen, da denkst du dir, hätte ich es anders gemacht, dann wäre das jetzt nicht so, wie es jetzt momentan ist. Und das sind so ganz Kleinigkeiten vielleicht, aber die dein Leben einfach verändert auf lange Zeit gesehen. Ich habe damit quasi meine damalige Firma durch den WoW-Konsum an die Wand gefahren. Muss man ja wirklich so sagen. Echt? Ja, nicht jetzt. Da kamen viele Faktoren zusammen, aber der WoW-Konsum war vielleicht, nein, nicht maßgeblich. Sagen wir mal 30%. 35%. Und, Echt? Das ist ja ein richtiges Problem. Nein, das ist
weil die 70% oder die 65% trotzdem nicht gereicht hätten, um in der Zeit, das war einfach das... ist doch kein Problem, spiel nee, WoW anstatt zu lernen. Nicht lernen, so. Arbeiten. Arbeiten, sure, ja. Sorry. 8 Stunden normaler Arbeitstag und dann noch 4 Stunden in der Firma abends und dann noch WoW spielen. Das ging WoW nicht, da muss ich Prioritäten setzen. Jedenfalls, so. Aber genau, da hätte ich auch anders machen können. Ich hätte mich tot maluchen können und hätte die Firma wahrscheinlich trotzdem vor die Wand gefahren. So habe ich WoW gespielt, wo jeder sagen würde, total bescheuert, aber daraus ist mein Wunsch entstanden, YouTuber zu werden. Wo man auch sagen würde, Alter, das ist total bescheuert, aber so war das und finde ich, schöne Frage, Werner. Und ja, jetzt bin ich aber echt gespannt, ob ihr auch so eine Geschichte habt. Würde ein bisschen tiefgreifender sein, würde vielleicht die Frage erörtern, warum ich so ein einsamer Mensch bin. Aber, warte mal, wie ist es von der Zeit? Ich überlasse erstmal NordrheinTV Play noch das Wort, weil ich glaube, das wird bei mir wieder zu umfangreich, obwohl ich es gar nicht will. Bei mir ist es ganz kurz. Ich wüsste gar nicht, wo ich was anders hätte machen sollen. Also. Ja, kritikresistent. Okay, Werner. Nee. Bam! Ja, ja, aber es gibt doch bestimmt so Sachen, wo du gesagt hast, keine Ahnung, hätte ich jetzt nicht das studiert, sondern, ja, aber das, ich bin ja noch keine dabei. Ahnung. Ja, also hast aber... Hast bestimmt schon mal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, das habe ich damals so entschieden und das... Nee, das sehe ich noch nicht. Aber was man sich vielleicht vorstellen könnte, ich wollte zum Beispiel nicht das Abi machen, eine Zeit lang, also mit so 9., 8. Klasse oder so, dachte ich, der Hauptschulabschluss reicht mir. Mhm. Ja gut, dann würde ich jetzt nicht studieren, dann würde ich halt jetzt irgendeine Ausbildung machen. Aber... Ja, aber so hast spektakulär du jetzt, ist hast es du jetzt nicht, zum ne? Beispiel nicht irgendwelche Leute kennengelernt, jetzt in der Zeit, wo du studierst, wo du dir sagst, hätte ich damals die Ausbildung, oder hätte ich damals nicht studiert, würde ich diese Leute nicht kennenlernen? Oder hätte ich diese Leute nicht kennengelernt, weißt du? Ja gut, solche Fragen kann man sich immer stellen, aber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht gestellt, nee. Nee, muss ich euch enttäuschen. Nee? Na ja, gut, spektakulär. Aber weil, der Randy kann für mich mit antworten. Aber das ist krass, wenn ich überlege das jetzt gerade, ne? Jetzt nur mal auf meine Geschichte bezogen. Ich werde also jetzt irgendwann in den nächsten Tagen übrigens schon genau dieses Video, genau dieses eine erste Video hochladen. Remastered. Für mich bedeutet das so unfassbar viel, aber viele Zuschauer werden sich denken, was macht der denn jetzt dafür Quatsch? Was hat der da rumgehampelt? Was tun die da, ne? Aber für mich ist das echt. Versteht ihr das? Diese Diskrepanz? Ja. Das wird aber bestimmt. Alle Fälle. Ja. Wir gucken, was da passiert. Ich weiß es nicht. So, aber Randy. Randy hat ganz, ganz, ganz lange Geschichte. Gerne. Ja, was ist lange, also was lange Geschichte. Also meine Entstehung, wie ich zu YouTube gekommen bin, die ist so banal, dass sie sich nicht lohnenswert zu erzählen ist. Denn einfach nur aus reiner Langeweile und Blödsinn hat sich das damals so ergeben. Also, das war jetzt nichts Besonderes, dass sich das jetzt so entwickelt hat, wie es gewickelt hat. Gut, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber. Von daher, so spektakulär ist die YouTube-Geschichte jetzt von mir nicht. Es geht ja nicht um YouTube. Ja, ich weiß, aber ne, weil du gesagt hast, also, du hast mit WoW, YouTube und so, ne, deswegen. Ergänzend, ja? Noch eine Sache kurz, fällt mir noch dazu ein. Es war auch einer meiner besten Gildenkollegen, die mir sagten, ey, Garderöhlchen, du willst doch da so ein bisschen mit YouTube, spiel doch mal hier dieses den Landwirtschaftssimulator. Das ist doch bestimmt total lustig. Zeig das doch mal, da kann man bestimmt gut einschlafen. Also, es war auch da einer aus WoW, der mich darauf gebracht hat. Das nur noch on top so. Also, es war wirklich so. Entschuldigung. Tschüss. Fertig. Ja, der WoW hat mit, also wie gesagt, WoW hat mit meiner YouTube-Zeit in dem Sinne gar nichts zu tun. Also, wie gesagt, das war damals so zu Schulzeiten. WoW hat sich nur damals so ergeben, dass, ach du Heimatland, wann war das? Lass es 5. Klasse, 6. Klasse gewesen sein, da war ich in dem Alter von keine Ahnung. Und unsere Klasse bestand so aus 10 Mann. Und ich hatte damals schon so eine beste Freundin. Und... Friendzone. Ja, genau. Genau, du hast es richtig getroffen, Friendzone. Und das war die ganze Schulzeit lang, ja? Und das ging nie aus dieser Friendzone raus. Und das hat mich irgendwie seelisch will ich jetzt nicht sagen, kaputt gemacht, aber das war schon auf jeden Fall so eine erste negative Erfahrung in dieser kompletten Geschichte. Und dann kam irgendwann WoW dazu. Ich glaube, das war mit unter anderem auch die Gründe. Erstens, Schule war halt ging. Und der Rest hat halt auch nicht gepasst und WoW war halt ein guter Ausgleich, weil da lief es wenigstens, ne? Und das war dann so die WoW-Zeit.
aber eines Tages lass es, ach du Heimatland, 9. Klasse gewesen sein, 8. Klasse gewesen sein. Da hat's mich mal wieder in den Schlag getroffen, in den Blitz getroffen. Und da ging mal wieder was mit einem weiblichen Wesen, so auf Deutsch übersetzt. Kindergartenbeziehung würde man heute. Ja. Kindergartenbeziehung würde man heute sagen. Ging in der 9. Klasse. 8. Klasse, 8., 9. Klasse. Aber ist es trotzdem Kindergarten, meines Erachtens. Also im Vergleich zu, wie ich heute. Wir sind ja 13, 14, also, ja okay. so in der Richtung. Weißt du, aber wie man sich heute unter dem Begriff Beziehung oder Liebe was vorstellt, war das natürlich, ne? Und so weiter und so fort. Das ging allerdings dann auch nicht lange. Ich war nicht der entscheidende Komponent, möchte ich mal zu meiner Verteidigung sagen. Das Mädchen war immer noch hohl. Und, ja, muss halt auch mal gesagt werden. Und das war aber dann der Zeitpunkt. Also das ist also die letzte Freundin, die jetzt mittlerweile jetzt haben wir 2018, also 9 Jahre her ist. Das war der Auslöser. Hätte ich das damals nicht gehabt, dann würde ich heute nicht mit der Entscheidung leben, ich bleibe alleine. Genau sowas meine ich. Ja, genau. Genau also, sowas. Wenn du dich damals alles entschieden hättest, würdest du heute ganz woanders sein. Ja, das weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall mit einer anderen Einstellung durchs Leben gehen. Sagen wir es mal so. Weil das war dann so der Zeitpunkt, den habe ich mir gesagt, das war dann damals. Also, ich fasse mal so kurz zusammen: Monetarisierung, goodbye. Ich war dann mit ihr zusammen, das ist in eine Brüche gegangen. Dann hatte ich Streit mit meiner besten Freundin. Die hatte dann wiederum aus der Parallelklasse mit dem Typen was angefangen und hat mir das dann erzählt, obwohl sie weiß, dass ich in ihr verschossen war. Ja. Dann hat er mit ihr Schluss gemacht, weil es ja nur um das eine ging. Sie heult sich bei mir aus. Hallo. Dann. Jetzt wird's interessant. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, voll. Ja, nee, Moment. So, dann macht sie mir Hoffnung, kommt zu mir nach Hause, ist eigentlich schon alles ready, sagt mir dann kackendreist ins Gesicht, nee, ist nicht so. Zwei Wochen später erfahre ich von meinem besten Freund, dass der mit ihr in der Kiste war. Ich hab schon Kuchen gekauft. Und dann war alles aus. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann gesagt, weißt du was, Freundin, leck mich am Arsch. Weißt du, ab dem Zeitpunkt war dann wirklich so, wo ich gesagt habe, leck mich am Arsch. Seitdem hatte ich nie wieder eine Freundin gehabt. Es ist eigentlich traurig, es tut mir leid. Die Vortragsweise war sehr blumig. Ich werde wohl so lachen hören. Tränen lachen. Schön. Ja. Ja, das ist ja nicht so. So, Werner, du hast das Thema aufgebracht, jetzt musst du aber auch noch dein dunkles Geheimnis erzählen. Ja, ich habe vorhin schon eine Kurzfassung gebracht, aber nochmal ein bisschen ausführlicher. Es war damals so, dass ich zu Weihnachten hatte ich von meiner Freundin eine PlayStation 3, war das noch, bekommen. In so einem Battlefield 3, glaube ich, Optik oder so in der Richtung. Okay. Und ja, da habe ich angefangen dann aktiv, sagen wir mal jeden Tag, mehr oder weniger, ein paar Stunden, Battlefield zu spielen. Und irgendwann ging das dann so weit, bei der PlayStation 3 konnte man sich schon über den In-Game-Voice-Party irgendwas unterhalten. Und nach ein bisschen Daddeln habe ich mir dann so ein Mikrofon gekauft und habe mit den Leuten gequatscht, die da auch gespielt haben. Ne? Dann hat irgendjemand gesagt, boah, lass doch Videos machen. Dann habe ich Videos gemacht, ohne Stimme. Also da war wirklich nur Gameplay zu sehen. Ja, genau. Ja, keine Blabla. Und dann irgendwann später bin ich dann auf den PC gewechselt, weil wegen dem Landwirtschaftssimulator tatsächlich. Ja, und dann habe ich Videos von dem Kollegen Garderol gesehen tatsächlich. Hab mir gedacht, das kannst du besser? Ja? Nee, ich habe mir nicht gedacht, ich kann es besser. Ich habe mir gedacht, das kann ich auch. Und es gab damals Sachen, die ich anders gemacht hätte und die habe ich anders gemacht und ja. Mehr oder weniger war das so gewesen. Aber wie gesagt, es ist immer der ganz kleine Faktor. Hätte ich damals... Du kannst natürlich noch ins Unendliche treiben und hättest gesagt, hätte ich damals die Freundin nicht gehabt, hätte ich nicht die PlayStation bekommen, hätte ich nicht bla 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 bla, weißt du? Hätte sie gegönnt. Auch das. Auch das. Aber das ist auch eine Sache, wo du denkst, wäre das nicht so gewesen, wäre das heute ganz anders vielleicht. Und wie heißt das im Amerikanischen? Da gibt es auch einen Namen für, das ist der Butterfly-Effekt. Der Butterfly. Ah ja, da gab es ja mal so ein schönes Spiel, Angel Dawn, ne? Naja, das gibt es auch in EVE Online. EVE Online hat damit auch so sehr groß, macht das in den Trailern. Könnt ihr mal angucken. EVE Online Trailer sind so immer geil, was immer in den Grafiken immer geil aussieht und kein Mensch glaubt, dass es ein MMO gibt, was im Weltraum so geil aussieht. Und trotzdem spielt es keiner, weil es halt Excel in Space ist. Also spielen viele, es ist das einzige MMO, was immer noch wächst. Aber da geht es halt im Prinzip darum,
du bist in einem mini kleinen Raumschiff und die anderen haben riesengroße Raumschiffe und haben schon epische Schlachten geschlagen. Und du machst da irgendwie nur dein Ding und irgendjemand anderes stolpert über dich. Du kannst den abschießen oder nicht. Und er lädt dich in die Gilde ein. Und du erlebst dein größtes Abenteuer oder löst einen Krieg aus. Ja? Und das ist so dieser Butterfly-Effekt. Also der Wimper, was dahinter steht, Butterfly, also Schmetterling, der Schlag eines Schmetterlings kann durch den Windschlag einen Sack Reis umfallen lassen. Nee, also er kann halt irgendwie was verändern. Ne? Das steckt so dahinter. Das ist der Butterfly-Effekt. Also die kleinste Kleinigkeit kann unheimlich viel ändern. Genau. Aber ja. Ich habe Eva 9 schon Obelisk. Ja, Obelisk bin ich auch. Ich musste auch immer die Frachttransporte machen, aber das war irgendwann zu blöd, weil der Karren, der wendet ja 5 Minuten. Und ja, ich weiß. Aber ich fand das Handelssystem von EVE Online immer interessanter wie der PvP. Also bist du immer in Jita rumgehangen und hast genau. Plus 1 geklickt. Genau. Station Trader. Und halt dementsprechend waren von A nach B geflogen für andere Kurierfahrten. Ja, für die Company halt, ne? Also. Und die ja, haben gemeinert, ein bisschen auch freiberuflicher, sag ich mal so, halt 10 Millionen. Hast du was Aufträge gemacht? Ja, ja, 10 Millionen Sicherheiten bezahlt für komplette Scheiße, weißt du, aber es hat es ja, und die haben, gegangen. Ja, aber die Spekulation dahinter war, dass die dich abgeschossen hätten genau, und dann, genau. Ja. Das war aber, haben mich nie gekriegt. Ja, ja du Fuchs, du. Ja, das und, ist, aber Eve war schon geil. Ich hätte gedacht, das erwischt mich so wie WoW. Mhm. Aber, naja, irgendwann kam, also YouTube kommt, also das war schon zu YouTube-Zeiten, aber YouTube bremst mich halt einfach von diesem extremen MMO-Rausch oder von diesem Suchtrausch, ne? Würde es YouTube nicht gehen, würde ich vielleicht auch wieder in WoW drinne verfallen. Aber ja, bing, boom, ja, Frau Meier. Ich wollte gerade sagen, so Ansgar und Werner gerade so, hä, was? Bitte? Auf jeden Fall, ja, bla bla bla. Ach, ich hoffe, es waren interessante Themen die ganze Woche. Warum mache ich eigentlich eine Abmoderation? Doch, ich müsste Abmoderation machen. Warum eigentlich? Das wäre unheimlich. Weil ich angefangen habe, richtig. Ja, ja, meine aber, Freunde, es ist 13.37 Uhr schon durch, leider keine Elite-Ende, aber von daher hoffentlich 2 Wochen interessante das Folgen. Das 2 Wochen. Interessante Themen. Ja, keine Ahnung, wie viele Folgen wir jetzt aufgenommen haben. Ich hoffe, es waren interessante Themen in dieser Season dabei. Also morgen geht's weiter. Morgen geht's in dem Sinne weiter. Ja, jetzt wissen wir die Geschichten über viele andere. Ihr findet mich nicht auf Lavu. Und in dem Sinne. Warum nicht? Morgen. Warum? Tschüss. 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 Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.